Bei Herwig Danzer in der Werkstatt stapeln sich die Bretter, viel Buche und Eiche. Der Möbelmacher kauft sie um die Ecke im Nürnberger Land. Vom Fenster aus sieht er seinen Werkstoff wachsen. Schon seit seiner Jugend hatte Danzer den Traum, genau so zu arbeiten. Ich habe ja mit 14 bereits angefangen, eine Werkstatt bei meiner Mutter im Keller einzurichten und habe dann mit 18 den Betrieb angemeldet und damit dann mein Studium Germanistik, Soziologie und Politik finanziert. Und deswegen war die Lehre im Prinzip nur eine zufällige Reaktion auf die Gründung dieser Schreinerei, die Möbelmacher, gemeinsam mit meinem Kompagnon. Doch der Anfang vor fast 30 Jahren war schwer, denn Massivholz hatte nicht den besten Ruf als Arbeitsmaterial. Aber Kompromisse wollten die Möbelmacher nie eingehen. Dass es schwer war, war klar. Das wurde dann in den ersten Monaten natürlich auch klar, dass die Leute, die gesagt haben, ja, das ist schon schön, dass es Massivholz ist, aber ich erzähle gerne nur in Weiß. Und denen zu sagen, ja, sorry, das machen wir nicht. No? Solche Dinge fertigen wir nicht. Wir sind eine Massivholzschreinerei. Wir statten uns auch nicht aus für andere Dinge. Also wir haben keine Kanten an der Maschine. Wir haben keine Lackieranlage. Wir wollen das nicht und können das auch nicht. Und im Zweifelsfall empfehlen wir gerne Kollegen. Das ist kein Problem. Die machen das dann halt so. Die eigene Vision leben, das kann gut gehen, es kann aber auch scheitern, weiß Susanne Eichermacher, Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit. Es gibt diejenigen, die sich ihre Nische gesucht haben, sie gefunden haben, erfolgreich sind und mit denen wir nun als Arbeitgeber viel in Kontakt stehen und die dann auch selbst vielleicht einen Ausbildungsplatz anbieten oder Leute suchen. Es gibt auch diejenigen, die sagen, das war mein großer Traum und ich habe es leider nicht geschafft. Es ist halt immer davon abhängig, ob derjenige, der seinen Traum wahr machen möchte, willens und in der Lage ist, sich Hilfe zu holen, entweder von Arbeitsagentur, von Kammern, von einem guten Steuerberater. Und das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt, an dem sich auch entscheidet, klappt das oder klappt es nicht. Es ist nicht ganz einfach, im verträumten Sittenbacher Tal Massivholzküchen zu verkaufen, deren Preis bei rund 35.000 Euro startet. So sieht sich Danzer als Kompletteinrichter, der mit den Kunden in der Vorführküche zusammen kocht und dabei die Ideen entwickelt, wie es denn später aussehen soll. Das ist der eigentliche Ansatz für das Ganze. Es ist ja nicht so, dass der Kunde kommt und sagt, ich möchte gerne eine Küche, die so und so aussehen soll, sondern der Kunde sagt, ich möchte eine Küche. Und unsere Aufgabe ist, das gemeinsam zu entwickeln. Und das heißt, es ist nur zum Teil die handwerkliche Dienstleistung, die ist natürlich entscheidend, dass wir das mit Massivholz ökologisch und nach der Waldschöpfungskette machen. Aber das eigentlich Wesentliche ist auch die Ideengebung. Seine Kunden suchen das Besondere, das Nachhaltige, die Küche fürs Leben. Alexander Hertle wartet schon sehnsüchtig auf den Tag, an dem seine neue Küche endlich zu ihm nach Hause kommt. Da war es immer mein Traum und meine Frau, die war anfangs total skeptisch von einer Holzküche. Und dann sind wir hier hochgegangen und da stand so eine ähnliche Küche da und ich habe gesagt, da schau, wow, die hat mir gefallen. Und seitdem war meine Frau hin und weg und dann hat sie zugestimmt und wir haben uns diese Küche gekauft. Der studierte Germanist und gelernte Schreiner Herwig Danzer hat nie bereut, dass er statt den Doktortitel zu erwerben, heute Meister im Küchenentwurf ist. Auch wenn 70 Stunden pro Woche Arbeitszeit normal sind, so lebt er seinen Traum vom Handwerk und er lebt gut davon. Naja, man muss eben diesen Vogel haben, um genau das zu wollen. Das heißt, wir waren einfach überzeugt davon, dass wir das machen und nichts anderes. Also es gab keine Diskussion darüber, ob wir vielleicht doch was mit Spanplatten machen könnten oder sowas, sondern es war von vornherein klar, das wird wirklich ein sehr konsequenter Betrieb, der ökologisch ausgerichtet ist. Und so muss es dann gehen. Und wenn es nicht ging, weiß ich nicht, wir mussten das Problem ja Gott sei Dank nicht lösen.